jetzt begrüße ich den Regisseur Markus Sellmann hier als Talkgast im Noir 4 Studio. Herzlich willkommen. Dankeschön. Auch wenn Sie mit Herz und Seele als Regisseur arbeiten, üben Sie ja eigentlich einen ganz anderen Beruf aus, stimmt's? Das ist richtig. Ich bin eigentlich auch nicht in erster Linie voll ausgebildeter Regisseur, sondern ich bin eher im Erziehungswesen tätig. Ich arbeite seit ca. 17 Jahren in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen und habe dort auch unseren Hauptdarsteller, den Herrn Eike Nebel, kennengelernt. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie es zu der Idee gekommen ist mit dem Film. Sie haben jetzt gerade schon erzählt von Ihrem Beruf, aber wie ist es denn alles so entstanden? Ja, also entstanden ist es tatsächlich durch Herrn Eike Nebel. Wir sind sehr ins Gespräch gekommen, haben uns sehr intensiv unterhalten über seine Thematik, über seine Problematik. Und ich stellte dann auch fest, dass er schon Erfahrung hatte im Kurzfilmbereich und auch schon Theater gespielt hat. Und daraus ist dann die Idee entstanden, einen Kurzfilm mit ihm zu machen. Ein Kurzfilm über seine Problematik. Und wie gesagt, es ist nicht als Dokumentation zu verstehen, sondern es ist schon ein kurzer Spielfilm, in dem er sich prinzipiell selbst spielt. Jetzt für die Zuschauer, Sie haben gesagt, mit seiner Problematik. Eike Nebel hat Zwänge und dazu hat er eine erworbene Hirnschädigung und eine Zwangserkrankung. Vielleicht Bitte. Können Sie da ein bisschen was zu sagen. Ja, also Zwangserkrankung ist natürlich etwas, was eher ja in die psychische Erkrankung geht, als in eine Behinderung, so im klassischen Sinne. Zwänge machen sich bei ihm bemerkbar, dass er sich selbst kontrollieren muss, bei allen seinen Handlungen, also komplett bei allen seinen Handlungen. Und daher macht es das Leben für ihn natürlich nicht ganz einfach. Wie hat es dann überhaupt funktioniert bei den Dreharbeiten? Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Es war nicht ganz so schwierig, wie wir alle befürchtet hatten. Es ist tatsächlich sehr gut gelaufen. Er war sehr engagiert und sehr konzentriert. Man hat ihm schon angemerkt, dass es ihm Schwierigkeiten machte. Und mit ihm einen Termin auszumachen, ist auch sehr schwierig, weil er nicht pünktlich sein kann, weil er sich so lange kontrollieren muss. Daher muss man das mit einberechnen, dass man nicht pünktlich zu einem Termin starten kann, so wie man sich das vorstellt. Wie ganz genau muss man sich diese Kontrolle vorstellen? Weil ich denke, dass Zwänge schon noch eigentlich sehr tabuisiert werden in der Gesellschaft. Ich glaube, es gibt 1,5 bis 2 Millionen Betroffene. Das ist so die Dunkelziffer. Oder die Dunkelziffer ist mit Sicherheit noch sehr viel höher. Ja. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was sagen? Ja. Wie macht sich das bemerkbar? Oder ich habe jetzt die Frage noch nicht mehr so ganz. Ja, oder wie kann man das feststellen? Merkt man das sofort, wenn man jemanden vor sich hat? Oder kann man das auch verstecken? Man kann es auch verstecken, sicherlich. Also den meisten ist es ja auch eher unangenehm oder peinlich, mit so einer Erkrankung zu tun zu haben. Aber Herr Eike Nebel geht da sehr offen mit um und das macht es auch einfach, mit ihm dann umzugehen, weil man ja weiß, worum es geht und dass er sich selbst kontrollieren muss, dass er sich zum Beispiel kontrollieren muss, ob er die Tür geschlossen hat, ob er das Licht gelöscht hat und so weiter und so fort. Er tastet sich auf Verletzungen ab, weil er der Meinung ist, sich verletzt zu haben und so weiter und so fort. Und das zieht sich so durch sein Leben. Und jetzt mit dem Film ist es Ihnen dann auch ein Anliegen, Zwänge an sich ein bisschen publiker zu machen und öffentlicher? Ja, es ist auf jeden Fall das Anliegen. Und es ist auch ein Anliegen von Herrn Eike Nebel, das zu tun. Und von uns allen eigentlich, weil wir festgestellt haben, dass, als wir das Drehbuch gelesen haben, dass es doch eben halt sehr, sehr viel Stoff bietet, was man dem Publikum noch mal so ein bisschen näher bringen kann. So damit auch jeder, der vielleicht nicht fachlich so bewandert ist, damit auch was anfangen kann. Ja. Was haben Sie denn mit dem Film vor? Soll der auf Festivals laufen oder wo können die Zuschauer ihn denn vielleicht sehen? Also, ich hätte ihn natürlich gerne auf Festivals oder wir hätten ihn gerne auf Festivals, weil beim Film rede ich gerne vom Wir, weil es ist nicht immer ich, sondern es ist ein ganzes Team, was da mit zusammenhängt. Das ist einmal der Andreas Palke, der also den Schnitt und die ganzen Special Effects macht. Das ist der Danny Podeus, der Kameramann, ein Profikameramann. Da sind wir sehr glücklich drüber, dass wir ihn haben. Das ist für die Beleuchtung Herr Kevin Axt. Auch ein Profi, ein Fotograf, der uns auch die Beleuchtung zur Verfügung gestellt hat. Und der Herr Jens Holzheuer, der so eher so auf die Kontinuität geachtet hat, so auf Anschlussfehler und dergleichen. Ganz kurzes Stichwort Finanzierung. Ja, Finanzierung ist immer ein heikles Thema. Also bis jetzt haben wir den Film aus eigener Tasche finanziert. Also wir hatten da keine Sponsoren oder dergleichen. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. Wir haben nachher Material, welches wir beim Fernsehsender einfach reinschieben könnten. Also Fernsehen wäre auf jeden Fall möglich, eine DVD-Veröffentlichung wäre möglich. Aber es im Kino zu zeigen, das wird sehr, sehr teuer. Also das sogenannte Fatzen, also das Videomaterial auf
sozusagen Film zu bekommen, ist endgültig privat nicht mehr zu finanzieren. Es sei denn, es finden sich Sponsoren, die Interesse haben, dieses Projekt zu unterstützen. Gut, also wenn Sie Interesse haben, die Homepage ist, glaube ich, www.cutandrewind.com. Herzlichen Dank, bleiben Sie noch bei mir.